Die Orgelbauwerkstatt von Ulrich Fahlberg. Nur ein winziges Schild am Haus weist darauf hin. 152 Jahre gibt es die Firma nun schon in Eberswalde. Orgelbaumeister Ulrich Fahlberg leitet sie seit 38 Jahren. Pfarrer kennen ihn, denn die Orgel ist das Herzstück ein jeder Kirche und wird zu Reparaturen nur in die richtigen Hände gegeben. Ulrich Fahlberg ist Orgelbauer mit Leidenschaft. Zurzeit beschäftigt er drei weitere Mitarbeiter. Der jüngste ist Andreas Müller. Er hat seine Ausbildung zum Orgelbauer im vergangenen Jahr erfolgreich abgeschlossen und wurde vom Orgelbaumeister Fahlberg übernommen. Ein Job für jedermann ist der des Orgelbauers nicht, denn es gibt keinen festen Arbeitsort. Da muss eben der Partner mitspielen, auch nachher haben wir Kinder. Das gibt eben so. Manche Berufe kann man etwas anders sehen, aber unser Job nicht. Bei mir muss nicht einer unbedingt von heute auf morgen auf Montage fahren, da weißt du schon. Aber ich muss sagen, Montag geht es eben raus. Da kann ich dann auch wohl oder übel wenig Rücksicht nehmen. Ich meine, ich bin bestimmt sehr sozial, ich passe auf, wenn mir einer sagt, ich brauche da mal frei. Das ist für mich alles gar kein Thema, nicht? Aber wenn ich geplant habe und manchmal müssen wir ja 8 Wochen vorher planen, also, dann geht es eben dann raus. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen, jede Orgel ist anders, aber es gibt im Orgelbau nichts, was es nicht gibt. Viele Reparaturen haben Ulrich Fahlberg und sein Team in den vielen Jahren ausgeführt. Natürlich wurden auch in Eberswalde etwa 110 neue Orgeln gebaut, aber der wesentliche Teil unserer Arbeit waren eben wirklich Reparaturen, Restaurationen, Werterhaltung und sowas ähnliches. Hektik ist in der Werkstatt viel am Platz. Ruhe, Ausdauer und Sorgfalt, das sind Dinge, die ein Orgelbauer beherrschen muss. Erstmal muss man sehr genau arbeiten, sehr gewissenhaft arbeiten. Das ist so eine ganz wichtige Aufgabe. Man muss ja vorausschauend arbeiten können und wissen, was passiert, wenn ich das so oder eben nicht so mache. Mit 14 setzte Fahlberg den Schritt ins Berufsleben. Der Beruf des Orgelbauers wurde ihm wahrhaftig nicht in die Wiege gelegt. Ich bin 1953 aus der Schule gekommen oder war dabei aus der Schule zu kommen, so rum auszudrücken, und musste irgendeinen Beruf lernen. Meine Eltern wollten gerne, dass ich auf Oberschule ging, und da bin ich eben damals nicht reingekommen. Und irgendeinen Handwerksberuf wollte ich lernen, Tischler oder Gärtner. Ja, auf Orgelbau bin ich selber gar nicht gekommen, und das eben meine Mutter darauf gekommen, weil gerade irgendwo eine Reparatur war und in Merseburg auch eine Orgelbauwerkstatt gab. Und da komme ich auch her aus Merseburg. Und so habe ich dann den Beruf erlernt und bin eigentlich seit 1953 bis jetzt dem Beruf treu geblieben. Immer. An 48 neu gebauten Orgeln hängt das Firmenschild Ulrich Fahlberg, Orgelbaumeister Eberswalde. Jede individuell entworfen und entwickelt, die größte Orgel Fahlberg steht in der evangelischen Kirche in Garz. Unser größtes Neubauobjekt war die Orgel in Garz an der Oder. Das ist eine Orgel mit 16 klingenden Registern, die wir genau in dem Jahr der Wende gebaut haben. Das haben wir so ein Teils mit Ostgeld und noch danach mit Westgeld gebaut. Das war unser größtes Neubauobjekt hier aus Eberswalde. Und die größte Reparatur der Orgel, das müsste in Jüterbock sein. Das ist eine pneumatische Orgel von einem Rühlmann erbaut. Ja, die hat so um die 55 Register, so etwa. Die kleinste Orgel hat nur ein Register und ist transportabel. Gebaut wurde das Instrument so, dass es in einem Wartburg-Tourist transportiert werden konnte. Aber auch nur in einem Wartburg-Tourist, denn in einem VW-Passat würde das gute Stück zum Beispiel nicht hineinpassen. Ulrich Fahlberg und sein Team beschäftigen sich vor allem mit Reparaturen, Instandsetzungen, Holzschutzbehandlungen, Wartungen und Stimmungen. Der Andreas Mähnert repariert hier die Windlade der Orgel aus Grüntal, die 1820 gebaut worden ist und durch das undichte Dach, insbesondere in den Nachkriegszeiten, ist sehr viel Wasser in die Orgel eingelaufen, hat die Orgel eben zerstört. Und die ganze Windlade sozusagen auseinandergeleimt, die Pfeifen auseinandergeleimt, und das muss jetzt wieder in Ordnung gebracht werden. 350 Orgeln aus 3 Jahrhunderten konnten die Orgelbauer aus Eberswalde wieder aufpäppeln. Auch Instrumente von Scholze, Marx und Wagner hat die Firma wieder zum guten Erklingen gebracht. Reparaturarbeiten und Ähnliches sind sehr zeitaufwendig, denn es wird alles von Hand gefertigt. Diese Pfeifen von der Orgel aus Grüntal, die wir repariert haben, das kann man hier sehr gut an diesem Beispiel sehen. Diese Seite ist neu gemacht worden, weil der Wurm sie völlig zerfressen hat.
Und die Deckblatt, der Boden und der Deckblatt sind noch erhaltenswert gewesen und die haben wir wieder verwendet. Und hier ist es genau umgedreht. Hier ist der Deckblatt und der Boden völlig verwurmt. Und man sieht das ja hier auch, dann das alte haben wir wieder veraufgearbeitet. Und so werden eben alle Pfeifen wieder in Ordnung gebracht, restauriert, die vorhanden sind, oder auch mal ein paar Pfeifen in denselben Mensuren nachgearbeitet. In Gesamtdeutschland gibt es ungefähr 170 Orgelbaufirmen und ca. 120 Lehrlinge. Das sind Menschen, die das Innere einer Orgel wie ihre eigene Westentasche kennen. Das ist so ein Orgelmodell, wie so eine Orgel funktioniert. Da kann man das sehen, hier oben stehen die Pfeifen, das ist der sogenannte Windkasten, die Windlade und das sind die Tasten. Und wenn man auf die Taste drückt, geht hier ein Ventil auf und die Luft, die dann in dem Windkasten ist, jetzt kam sogar schon ein Ton auf, wenn ich auf die Taste drücke und die Windpumpe, kommt dann hier oben der Ton raus. So im Grunde in dieser Art und Weise funktioniert dann so eine ganze Orgel. Die Preisklassen der Orgeln sind ganz unterschiedlich, angefangen bei 6.000 Euro für kleine Modelle bis zu 2,5 Millionen Euro für große Instrumente. Aber der Orgelneubau allein macht den Brei nicht dick, denn eine neue Orgel spielt Jahrhunderte. Neben Orgelwartungen und Ähnlichem restauriert der Orgelbaumeister auch alte Möbel. Und unser zweiter Arbeitszweig ist eben Möbel reparieren und restaurieren, vor allen Dingen in den Wintermonaten, wenn in den kalten Kirchen nicht so viel gearbeitet werden kann, da werden bei uns die Möbel aufgearbeitet. In diesem Fall hier sieht man so einen Stuhl, der musste neu verleimt werden, weil er völlig gewackelt hat. Und hier oben sitzen so eine kleine Knaufe und einer fehlt und der muss eben dann neu gedreht werden. Und da müssen wir an die Drehbank gehen. Und um dann so einen Knauf hier extra herzustellen, ist sicherlich so eine halbe, dreiviertel Stunde Arbeit notwendig. Und wenn ich dann dem Kunden dann die Rechnung sage, das muss er dann hier 25 Euro oder sowas Ähnliches bezahlen, naja, dann schluckt er natürlich. Aber wir brauchen eben die Zeit dazu. Ich kann eben nicht in den Laden hingehen und das kaufen. Wenn ich es kriege, ist gut, aber sowas Individuelles gibt es natürlich heute nicht mehr. Ja. Und deswegen ist es so auch ein bisschen dann eben auch teuer, wenn man sowas dann herstellt. Nicht? Ja. Und wie gesagt, hier gibt es auch noch ein paar schöne Möbel, sowas kann man auch aufarbeiten. Wir haben uns sehr spezialisiert, jetzt auch so aufpolieren die Flächen wieder, dass sie eben sehr schön sind. Alles, was der Kunde eben so bringt oder geholt werden kann von uns, arbeiten wir eben auf. Ulrich Fahlberg ist nun schon die vierte Generation in der Orgelbautradition Eberswaldes. Nach so vielen Jahren Arbeit und Selbstständigkeit denkt auch er über eine Weitergabe des Betriebes nach. Seine Kinder kommen dabei leider nicht in Frage, denn es sind allesamt Mädchen. Und auch die Schwiegersöhne haben andere Berufe und Interessen. Für Ulrich Fahlberg wurde mit der Weiterführung des Orgelbauhandwerkes in Eberswalde ein lang gehegter Traum in Erfüllung gehen.